Liebe Freundinnen und Freunde, dass Kommunales in diesem Wahlkampf, in diesem Landtagswahlkampf ein Schwerpunkt war, das hat aus meiner Sicht zwei Gründe. Erstens den, dass wir tatsächlich die Kommunalpartei in Nordrhein-Westfalen sind, im Gegensatz zu anderen, die das von sich behaupten. Und zweitens den Grund, dass die letzten 5 Jahre eine Zeit waren, wo die Kommunalpolitik mit dieser Landesregierung ganz schlechte Karten hatte. Das gilt für die kommunalen Finanzen und das gilt für die kommunale Demokratie. Und insofern möchte ich zunächst einmal mit einem Fazit beginnen. Wir räumen als rot-grüne Koalition mit den letzten 5 Jahren auf. Wir schaffen wieder Ordnung bei den kommunalen Finanzen und wir schaffen wieder eine solide Basis bei der kommunalen Demokratie, übrigens auch bei der Demokratie von ganz unten, bei Bürgerbegehren und Bürgerentscheid. Liebe Freundinnen und Freunde, ich habe es eben angedeutet, die CDU hat sich immer als die Kommunalpartei dargestellt, aber sie war es nicht. Sie war es nicht wegen einem Finanzminister, der trotz extrem guter Steuereinnahmen, Rekordsteuereinnahmen in den letzten 5 Jahren, den Kommunen ihm zustehendes Geld in Höhe von rund 4 Milliarden entzogen hat. Und sie war es auch deswegen nicht, weil sie zusammen mit der FDP, auf Druck der FDP, die Kommunalwirtschaft erheblich geschädigt hat. Und wir haben es nicht nur im Koalitionsvertrag, sondern wir setzen es auch bereits in der nächsten Woche um. Wir bringen zusammen die Reform von § 107 und 108 Gemeindeordnung auf den Weg und wir schaffen wieder eine Situation so wie zu Beginn der letzten Wahlperiode, der letzten Legislaturperiode und für die kommunalen Stadtwerke im Energiebereich sogar noch darüber hinaus. Wir reformieren den 107 so, dass die kommunalen Stadtwerke mit den Oligopolen wirklich wieder in Konkurrenz treten können und stark sein können. Und darauf sind wir stolz und das setzen wir jetzt bereits auf den Weg. Liebe Freundinnen und Freunde, kommunale Finanzen in Zeiten zurückgehender Steuereinnahmen und wir haben jetzt 6 Milliarden weniger in diesem Jahr als die schwarz-gelbe Landesregierung noch vor 2 Jahren. Kommunale Finanzen an der Stelle wieder besser zu stellen, ist eine schwere Aufgabe. Es ist aber auch eine Aufgabe, von der wir uns nicht einreden lassen dürfen, dass sie im Widerspruch zu den Landesfinanzen steht, denn letztendlich sind bilanziell überschuldete Kommunen, sind Kommunen, die am Ende pleite gehen, auch Landesschulden. Sie werden in der Gesamtstatistik als unser aller Schulden geführt. Und insofern ist es eine Frage der Intelligenz, der politischen Intelligenz, jetzt die Bedingungen zu schaffen, in einer Zeit der Niedrigzinsphase, dass wir einen Altschuldenfonds in Höhe von 7 Milliarden für diese Kommunen auflegen und dass wir ihn zusammen vom Land und den Kommunen finanzieren. Das ist politische Intelligenz. Liebe Freundinnen und Freunde, wer das als bloßes Schuldenmachen desavouiert, hat nicht verstanden, was er in den letzten Jahren falsch gemacht hat und beweist, dass er zu Recht abgewählt worden ist. Aber wir gehen weiter. Wir setzen nicht nur 200 Millionen des Landes jährlich ein für die Tilgungen und Zinsleistungen für diesen kommunalen Altschuldenfonds. Nein, wir geben den Kommunen auch ihre Anteile an der Grunderwerbssteuer zurück. Wir geben ihnen zurück das, was das Land genommen hat an Befrachtung wegen der Haushaltskonsolidierung des Landes. Und wir haben uns vorgenommen, wenn die Kommunen dieses Jahr ihre Klage gewinnen für die Lasten bei den Einheitslasten, die das Land ihnen aufgebürdet hat, das sind auch nochmal 400 Millionen, dann bekommen sie auch dies und auch das stellen wir in den Nachtragshaushalt dieses Jahres ein, als Altlast dieser alten schwarz-gelben Landesregierung. Liebe Freundinnen und Freunde, lasst mich einen kleinen Satz auch in Richtung Bundespolitik sagen in Bezug auf die Finanzen. Das alles wird nicht reichen, wenn es uns nicht gelingt, mit anderen Ländern zusammen im Bundesrat dafür zu sorgen, dass die Soziallasten, dass die Kosten der Unterkunft, die Hilfe zur Pflege, die Eingliederungshilfe und die Grundsicherung, dass das alles anders geregelt wird und nicht weiter den Ländern und vor allen Dingen den Kommunen aufoktroyiert wird. Es sind Bundeslasten und die gehören auch vom Bund bezahlt. Dafür werden wir im Bundesrat zusammen kämpfen. Und lasst mich noch wenige Sätze wegen der Zeit, aber das soll es nicht abwerten zur kommunalen Demokratie sagen. Wir setzen die Stichwahlen sofort wieder ein. Für alle Nachwahlen werden die wieder eingesetzt. Sie kommen auch wieder für die nächsten Kommunalwahlen. Wir sorgen wieder für die Resynchronisierung der Räte.
Da, wo vorzeitig der Ratswahlen und der OB-Wahlen, da, wo vorzeitig gewählt wird, werden wir das direkt machen und für das andere werden wir das in einem geordneten Gesetzesverfahren machen. Wir haben durchgesetzt, dass es auch von der Bürgerschaft möglich ist, Bürgermeisterinnen und Bürgermeister abzuwählen und nicht alleine über 2/3 Mehrheiten des Rates. Und wir haben mit der SPD vereinbart, das war nicht ganz so einfach, aber es ist am Ende gelungen, dass wir uns bei Bürgerbegehren und Bürgerentscheid am bayerischen Modell orientieren. Das gilt für die Quoren, das gilt für die Erweiterung der Zuständigkeiten. Und wir haben auch noch vereinbart, dass wir bei der Frage, die oft ein Hindernis für Bürgerbegehren und Bürgerentscheid ist, nämlich bei der Frage, wer muss die Kostenschätzungen vornehmen für Kostendeckungen, die Verwaltungen damit beauftragen, die Kostenschätzungen vorzunehmen und bei kassierenden Bürgerbegehren erst nachdem die Verwaltungen das getan haben, die Frist für die kassierenden Bürgerbegehren beginnt zu laufen. Wir glauben, das ist ein Riesenschritt für kommunale Demokratie. Und insofern bitte ich euch herzlich, diesem Vertrag zuzustimmen und mit uns zusammen stolz auch vor Ort dafür zu werben und denen, die in den letzten 5 Jahren versagt haben, auch verbal in den Debatten, die ihr noch führen werdet, die rote Karte zu zeigen. Schönen Dank.